Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder Bloons Monkey City. Und ab geht's zu unserer Stadt. Mal schauen, was heute hier wieder los ist. Wir werden gleich mal Geld kassieren und so weiter. Da ist ja unsere nicht mal so kleine Stadt, Contest Territory 1. Jo, wir konnten es einen Tag, zwei Stunden, bla 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 holden. Wir haben Cash und so weiter. Wir gehen da gleich hin. Einen Tag haben wir es gehalten, jawohl. So, jetzt müssen wir hier mal spielen. Wir haben das nur mehr 10 Stunden. Bis Level 31. Mal schauen, was die Gegner so treiben. Der ist auf 21. Ja, da kommen die alle nicht ran, die Scheiße, ne? Schaut euch diese Kohle an hier. Das läuft. So. Dann nehmen wir uns ein bisschen was raus hier. Und wir werden auch ein bisschen was bauen, upgraden und so weiter. So. Müssen wir mal hier raus. Wir müssen mal hier kassieren. Also, hier kann man die 500 nehmen. Dann können wir wahrscheinlich auch wieder einen Gegner angreifen. Ich schau mal, was ich hier noch so machen kann. Was ist das da? Ja, da können wir das hier freischalten zum Beispiel. Lead Population Lab. Ja, das können wir mal probieren. Build. Monkey versus Monkey. Wir brauchen ein Lead Population Lab. Wo ist denn das? Required 25 Power. Hä? Ach so, wir haben keine Energie mehr. Das ist ja dann ein richtiger Scheißgrad. Das heißt, wir müssen Energie kriegen und so weiter. Gut, dann machen wir nur alle allgemeinen Upgrades. Was man nur so machen kann, was ein bisschen was kostet. Denn wir haben im Moment ja genug Geld. So, was ist das hier? Das nehmen wir auch noch gleich. So, da brauchen wir wieder Geld, aber mehr als wir haben. So, dann gehen wir nochmal zum Contest Territory, holen uns wieder die Kohle ab. Weg hier. Grausige Reklame. So, jetzt haben wir wieder Kohle. Und wir können weiter upgraden. Schau mal, können wir hier noch was machen? Das würde ich gerne haben. Was brauchen wir da? 7500 und Level 12, okay. Ja, das ist jetzt dann schon teuer hier. Was können wir hier denn noch tun? Wir können das hier nehmen, dass der die Camouflage festet. Werden wir auch tun. So, dann können wir hier nur Kohle abräumen, dass die Felder hier auch wieder ernten können und wir haben wieder Geld. Also, jeder hat hier was so auf die Art. Contest Territory nehmen wir auch ein. Jo, und dann würde ich sagen, wir schnappen uns weiteres Land hier. Wir machen den Hard Mode, dann kriege ich hier mehr. Wenn wir es natürlich schaffen, ne? Wenn wir es nicht schaffen, dann kriegen wir einen Hintern, sonst nichts. So. Nehmen wir gleich mal meinen Lieblingstower. Mit dem habe ich schon gute Erfahrungen hier. So. Let's go. Nonstop. Sollte hinhauen. Wie viel brauche ich zum Upgraden? 7,55. So die erste Runde, das sollte hinhauen. Und dann schauen wir weiter. Ah, wir brauchen mehr Spikes. Das ist das. Wenn ich die Runde nur überlebe, dann können wir das erweitern hier. Ja, es sieht aber ganz gut aus. Ist machbar, Leute. 7,55. Ja, ein bisschen braucht man noch. Jetzt wird's knapp. Ich schalte mal runter. Das müssen wir jetzt ganz schnell nehmen. Zack, wir brauchen dickere Specs, sonst haben wir ein Problem. Komm, Hausbikes, Hausbikes, Junge. Hausbikes. Oder die Scheiße geht durch. So, wir haben das hingekriegt. Sehr schön. So, jetzt haben wir dickere Specs. Damit können wir vorläufig mal überleben. Nehmen wir. Vielleicht noch mehr Spikes wäre auch nicht so das Schlechteste. Ah, es ist schon viel, was da kommt. Ich nehme mal den da. Wir brauchen hier wirklich ein bisschen Damage, sonst wird das hier kritisch. Kommen wir schon zu weit nach hinten, Leute. Und wir haben es geschafft. Das waren ja nur 5 Runden. Sehr schön, jetzt kriegen wir Doppeltes. Ich war so angespannt, dass ich nicht mehr geschaut habe, dass wir schon gewonnen haben. So, 10 so Dinger kriegen wir. Das ist natürlich super, weil wir brauchen die Sterne. Seht ihr, wir haben viele ausgegeben. Ich habe fast keine mehr. Geld haben wir über. Was können wir noch bauen? Vielleicht nur Sniper.
Sniper, wo sind die? Wo sind die Sniper? Welche von denen sind Sniper? Sniper, können wir keine mehr, okay. Wir können nur zwei von den Ninjas bauen. Ja, ich sag mal so, wir hauen die Kohle jetzt mal raus. Capture Land? Nö. Build, genau. Nur einen Ninja, dann haben wir hier nämlich auch 6. Das kostet ja nicht so viel. Was kann ich hier eigentlich bauen? Build. Im Wasser habe ich jetzt nicht so viele Möglichkeiten, ne? Require Lake Terrain. Oder River Terrain. Das würde eigentlich passen hier. Aber wir brauchen... Was wir wirklich brauchen, ist Energie. Das heißt, ich muss jetzt das hier einnehmen. Wenn ich hier Hardcore nehme, werden wir wahrscheinlich das nicht hinkriegen. Wir probieren es trotzdem. Wir probieren das trotzdem. So, sie kommen von hier, gehen da entlang. Okay. Probieren wir das mal da unten. So, mal schauen, ob das hinhaut. Die erste Runde ist ja jetzt nicht so das Problem. Die zweite ist halt immer die dreckige. So, ich mach mal nonstop vorläufig. Na, die zweite geht auch noch. Die dritte wird erst dreckig. So. Es wird schon ein bisschen viel mit dem Herzen hier, das gefällt mir gar nicht. Aber wir haben die dicken Spikes, jetzt sind wir vorläufig aus dem Schneider. Dann müssen wir jetzt schauen, wie es weitergeht. Ich gehe mal nonstop raus. Sonst wird es zu viel hier. Oh, oh, oh. Ist nicht gut. Das ist nicht gut, da kommt zu viel links. Boah, knapp, knapp. Wir brauchen hier mehr Wumms. Der ist eigentlich nur Not... Oh, den darf ich nicht in die Marke. Das ist schlecht, weil den wollte ich gerade haben. Das ist ganz schlecht. Aber die dicken Spikes sollten mich vorläufig mal schützen. Die Runde können wir nur Geld verdienen und nächste muss man dann wieder schauen, wie wir vorgehen. So, sehr, sehr viele Herzen, aber das sollte hinhauen. Kein Problem. Das geht. So, next round. Gott, das ist jetzt schon ein bisschen Viehheal. Was nehmen wir denn da, Leute? Scheiße. Wir könnten den hier heben. Der ist gut. Der ist gut, Leute. Den nehmen wir auch. Ah, hier wird es jetzt knapp. Oh, hier wird es knapp, Leute. Wir sind nochmal ausgegangen. Wir werden den hier auch nochmal upgraden. So, den Rest schaffen wir auch noch, kein Problem. Zack, boom, bang. So, da, Wave 6 haben wir. Jawohl, die zerkleinert. Der Tower da ist gut. Der zerkleinert die halbwegs. Da können wir jetzt hier durchrascheln sogar. Genug Spikes sind da. Da wird jetzt wohl nichts mehr Tragisches sein. Kein Problem. Next round. So, die Grünen zerlegt der da oben auch. Der steht ganz gut hier. Das ist eine gute Pose. Machen unsere Spike Factory, die kriegt jetzt auch mehr Spikes. Das sollte ganz gut hinhauen. Gut, die grünen Herzen kommen, na nicht mal, die kommen fast durch, aber da ist noch einiges. Und wir haben mehr Spikes. So, sind wir wieder aus dem Schneider in dieser Runde. Die Achter, die sollten wir hinkriegen. Sind ja jetzt mehr Spikes. Was können wir hier noch upgraden? Noch mehr Spikes zum Beispiel. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen heiß hier. Aber haben wir nochmal sauber hingekriegt. Jo, willkommen in der Wave 9 von 9 im Hard Mode. Es sieht gut aus, wenn wir es hinkriegen. Ah. Oh, 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 das wird ein bisschen... Das wird jetzt mies. So, dann machen wir jetzt den stärksten. Ja, wir haben's. Wow. Harte Sache, aber wir haben uns das verdient hier. So, was ist das? Monkey Knowledge. You have discovered the secrets of Monkey Knowledge. Open this pack. Okay. Wo haben wir das her? Irgendwo haben wir das gefunden. Your city is now level 12. Nice one. So kann man arbeiten. So, open the packs, increase your Monkey Knowledge. Check your progress in the book. Okay. Buy packs. Hä? Ne, das brauchen wir nicht. So,
Was haben wir hier? Capture three more retarded heart. Ja, ich glaube, das haben wir geschafft. Sehr schön. Oder nee, das ist was Neues. So, was ist das da? Bloom Bacon. Hä? Was ist das? Heiges Blumentyp? Lose Friends. Was ist das? Bloom Bacon. Egal, wir nehmen es jedenfalls. Das attackieren wir gleich. Da bin ich jetzt richtig heiß drauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht, jo, wertvoll aus. So, wir geben den da hinten hin. Und let's go. Sollte kein allzu großes Problem sein. Wir kriegen jetzt auch schneller bei der Spark Factory hier das zusammen, dass wir die upgraden können. Also überhaupt kein Ding hier. Zack, boom, bing, Taktik. Schaff mal locker, zackig, flockig, sag ich mal. Ich denke, das wird kein Problem sein. So, was wir jetzt aber noch machen sollten, aus Sicherheitsgründen, ich würde gerne nur einen Sniper einfach mal. Und noch ein bisschen die Starken hier wegholen, weil so sicher sind wir hier jetzt auch nicht, so ist ja auch nicht. So. Hätte das nehmen sollen, aber ist egal. Wir haben es geschafft gleich. So, was kriege ich da jetzt? Jetzt bin ich neugierig, was das für ein Edelstein da ist. So, Victory, Monkey High Five, you captured a Hilltile. Okay. Bonus Mini Land Crab. Hm. You earned a Monkey Knowledge Pack. Fight the Boss! Ja, Mann! Das wird's. Das probieren wir jetzt. Oh, schauen wir mal. Level 1, okay. Destroy Blaster Populus before it's too late. Jo, unser erster Bossfight. Geil. Ja, was heißt geil? Ich hoffe, er tritt uns nicht in den Arsch. So. 2900 habe ich. Jetzt muss ich schauen, wo die nachgehen. Die gehen hier, 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 dann da, da runter. Das heißt, ich nehme das hier. Hinten. Und das werden wir ordentlich upgraden. So, mehr habe ich im Moment nicht. Jetzt schauen wir, was da kommt. Ja, das ist anscheinend nur eine Wave oder so. Keine Ahnung. Was ist das? Dreimal Boss oder so irgendwie. Anti-Boss Abilities. Defeat the Boss more easily with these special powers. Each power has a cooldown and cost 30 Bloomstones. Alter, bin ich Millionär oder was? But the bacon has granted you one free boss chill power. Use the freeze the boss in place for 5 seconds. Das ist das da wahrscheinlich. Das kriege ich einmal gratis, den Rest muss ich kaufen. Okay. Nehmen wir das einmal, dann ist er mal gefreezed. Ja, je länger der gefreezed ist, desto besser. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und da kommen auch so viele kleine. Das werden wir nicht schaffen. Mehr Nägeln. Das ist das Einzige, was man dazu einführt. Boah, der kann die stunnen, oder was? Boah, ist das ein Schwein. So, 12,50 brauche ich und zwar Dali. Der kann mal die stunnen. Das ist natürlich scheiße wie Sau. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. So, gleich können wir das hier nehmen. Wir werden da eh nicht schaffen, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sagen wir es nochmal so. So, jetzt haben wir das hier. Spikes, 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 Spikes. Was anderes gibt's hier nicht. Und mit seinem Gestunnen geht er mal gescheit am Piesel. So, dann nehmen wir den hier. Der soll am stärksten gehen am Boss. Dass der mal ein bisschen Damage hier kriegt. So, Range. Wir werden das jetzt eh nicht schaffen, aber mal schauen, wie weit wir das hinkriegen. Ja, der Boss brennt oder so. Aber das ist natürlich so, dass wir das nicht schaffen können, ne? Das weiß ich. Aber ein bisschen runterhammern, ne? Ja, der ist noch zu hart für uns. Boss is damaged, chase it down and try it again. Achso, das kann man öfters probieren. Jo. Wo ist der Boss jetzt? Leute, wo ist er denn? Wo kann ich einen Fight den Boss machen hier? Nö. Wo ist denn der?
Hospital. Jo, jetzt hat er weniger. Start with bla 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 bla. Next reward. Ah, da müssen wir zahlen dafür. Ja, aber kein Problem. Wir haben genug Geld. Das probieren wir gleich nochmal. Wir kriegen das schon hin. Gibt es wieder hier hin. So, so. Wir schaffen das schon. Ist kein Problem. So, schauen wir mal, ob wir das hier irgendwo hin können. Das gehen wir hier hin. Kleine Nägel dazu. Was ist das jetzt? Achso, ja, das habe ich ja nur einmal. Gut, dann lassen wir das vorläufig. So, dass der Boss hier ein bisschen Damage auch schon kriegt. Ja, der kriegt hier ordentlich Damage mit den Nägeln-Factories. Mit der Nagel-Factory hier. Das funktioniert soweit ganz gut. Kann man die verkaufen? Ja, so, dann habe ich sie wieder. Dann gehen wir sie hier hin. Wir werden das jetzt nämlich öfters machen. Und dann kriegt er auch aufs Maul. Wir schaffen den Wichser, Leute. Wir schaffen ihn. Diesen Homo Sapien. So. Und hier eine fette Kanone nur. Gut, du sollst auf den Boss gehen. Den hauen wir schon runter. Ist kein Problem. So, hier auch noch so eine Nagelfactory. Das verkaufen wir. Die werden wir hier fördern. Den Boss kriegen wir schon klein. Kein Problem. Das Problem ist nur, die normalen Bloons gehen da durch und ich habe schon wieder kein Leben. Aber er ist fast down. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Müssen wir halt noch mal zahlen, aber wir haben eh genug Geld. Das ist jetzt wirklich nicht unser Problem. Start with cash. Oh, da müssen wir immer mehr zahlen, aber okay. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.